Was geht, meine Body People, und herzlich willkommen zum besten Kanal auf ganz, ganz YouTube! Ey, es ist schon wieder so lang her, wo wir unseren letzten Motorrad-Vlog gedreht haben. Und ich sage euch ganz offen und ehrlich, oh, ich hab's so vermisst, Alter. Während wir da jetzt einmal kurz durch die Klagenfurter Innenstadt fahren, werde ich einmal ganz kurz erklären, wie es jetzt ausschaut mit YouTube-Videos auf dem Account. Es ist so, dass YouTube-Videos jetzt immer so ein kleines Special werden. Das heißt, ich habe keine fixen Upload-Zeiten mehr, weil ich einfach zeitlich mit Videoschneiden und so einfach nicht zurechtkomme. Und meine Katharin jetzt einen fixen Job hat und die auch nicht mehr so viele Videos für mich schneiden kann. Das heißt, es wird jetzt immer wieder ein Special-Video geben. Aber was öfter kommt, sind Shortcuts. Heißt das Shortcuts? Nee, das heißt nicht Shortcuts. Das heißt Shorts. Shortcuts ist ja komplett was anderes. Was? Grüß euch, hallo. No, wart jetzt auf den Bus? Alter, was hat denn er für cooles Hemd an? Bruder. Boah. Holla, die Waldfee, was war das denn? Ja, meine Nummer dafür quietscht da wie wahnsinnig. Auf jeden Fall folgendes. Ihr kriegt ab und zu mal ein paar Shorts. Was heißt Shorts? Shorts kommen täglich. Und YouTube-Videos sind so immer special. Ich habe es brutal vermisst, Motorrad zu fahren. Vor allem, weil jetzt wieder die schönen Sommertage kommen. Immer was heißt schön? April ist sowieso ein Chaos. Digga, wir haben einen Tag Schnee, einen Tag brutalste Hitze. Am anderen Tag können wir wieder Eis schon fahren und am nächsten Tag können wir baden. Also ganz Sinn macht das ja Ganze irgendwie. Also Sinn ergibt das Ganze hier hinter. Ich kann nicht mehr reden, Alter. Was ist denn mit dem? Wer ist denn das? Polizei, grüß Gott, hallo, servus. Digga, einmal da oben sitzen und den Kran steuern. Vater, das wäre cool. Hey. Ey, stellt euch mal vor, ich wäre da in dem Kran drin. Wie wird das wohl enden, wenn ich den Kran da oben steuere? Ich glaube gar nicht gut. So, darf ich da durchfahren jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Ich fahre da einfach durch. Was ist, ob ich da durchfahren darf? Da bin ja ich. Hallo. So, da steht der berüchtigte Lindwurm. Schau, da machen die ganzen Touris-Fotos. Na, ist das nicht lieb? Schön. Was ist denn die alle da? Kommt der Bus? Na. Pedro, man. Mal lieb. Ein Ehepaar. Wahrscheinlich Ehepaar, oder? In dem Alter. So, wo müssen wir da jetzt? Ah, da durch. Ich war schon wieder wohin. Oh, da riecht's noch Döner. Oh, geil. Also die Straßen da. Was haben sie sich da gedacht? Haben sie da einfach der ausgeschüttet mit dem Kübel oder was? Digga. Haben sie keine Motivation gehabt zum Arbeiten? Oder wie kann man das sehen? Was gibt's da zum Schauen? Nicht schauen. Schaut's mal anders hin. Pedro, man, si para pata patu pititero. Ey, was kriege ich, wenn ich denen einen Klaps am Arsch gebe? Es wäre schon wieder witzig eigentlich, gell? Muss ich mal ein bisschen schauen, wer hinter mir ist. Die Polizei hinter mir ist, dürfen wir jetzt mal einen Blödsinn machen. Weil wir machen eigentlich generell nie Blödsinn. So, jetzt fahren wir da links. Und zwar bei Mackie vorbei in der Stadt. Da ist normalerweise immer Full House. Ui, da kommt er jetzt an. Der hat ein getuntes Radl. Alter Schwede. Der gibt Gas. Der traut sich was. So, was ist da jetzt? Bleiben wir stehen? Wir bleiben stehen. Fahr, let's go. Wer sich 200 mal ausgegangen. Oh, wir wollen da ja nichts riskieren, gell? Ach, oh, so schön. Na, so schön die Stadt. Wunderbar. Ui. Hoppa, da ist mir aber jetzt das Gas ausgekommen. So, Blinker müssen wir ausschalten. Sonst blinke ich die ganze Zeit wieder wie so ein Dulli. Ja, Bierli ist auf da, gönn dir. Muss wieder ein bisschen konzentrieren. Sonst fahren wir irgendwo rein. Oh, da vorne ist sie schon, die Polizei. Siehst du? So wie ich gesagt habe. Da ist sie schon. Herr Officer, bitte machen Sie kein Auge auf mich. Wobei eigentlich Polizeikontrolle fürs Video schon wieder lustig wäre, gell? Soll ich es außer provozieren? Na, wir provozieren es nicht außer. Wir provozieren es nicht außer. Obwohl, jetzt eigentlich links außen überholen und gerade runterpressen, Vollgas. Und
Dann fragen sie mich sicher, ob ich einen Dachschaden habe. Was ist denn da? Herr Officer, was ist denn hier? Ist hier Stau? Ach nein. Eine Ewigkeit später und wir sind noch immer im Stau. Na, das kann doch heute ein schöner Tag werden. Reisebüro, vielen lieben Dank, dass Sie mit Airline-Truppe geflogen sind. Ladies and Gentlemen, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem Flug Richtung Mailand. Unsere diesbezügliche Flugzeit beträgt ca. 2 Stunden. Das Wetter in Mailand ist wunderbar. Kann aber auch sein, dass ein paar Regenschauer aufziehen. Ich bitte Sie, an die Flugregeln zu halten. Schnallen Sie sich an. Und wenn möglich, benehmen Sie sich. Es könnte ein bisschen holprig werden. Kann auch sein, dass wir abstürzen. Aber keine Sorge. Ich werde nicht mehr im Flieger sein, wenn es soweit kommt. Eine schöne Reise, eine schöne Fahrt, einen schönen Flug. Airline-Truppe steht zu Diensten. Ja, wird damit zusammenführen oder was? Die haben ja alles so eilig. Wo ist denn die Putzelei? Ist die Putzelei jetzt weg? Putzelei ist weg. Ey, ich fahre nie mehr durch die Innenstadt. Schatz, Alter, was ist das für ein Raumschiff? Digga, was hat ein Mercedes sich dabei gedacht? Bruder. Das ist wieder so ein E-Auto, gell? Ja, das ist wieder so ein komisches E-Auto. E. E für Elektro. Und wer ist er? Warum hat er keine schwarzen Schuhe an? Oh, da ist mein Lieblingsrestaurant, Le Burger. Da gönne ich mir immer ein saftiges Steak. Da ist die Putzelei. Da ist die Putzelei. Hallo Officer, guten Tag. Ist der Officer da? Ich fahre da jetzt vorbei. Wo ist der Officer? Da ist der Officer. Der wurde gerufen, der Officer. Oh, der schaut aber nicht aus wie ein freundlicher Officer. Hallo. Hallo. Okay, noch nicht keine Antwort. Ist auch gut. Grüß euch. Burschen, hallo. Servus. Boah, da ist ein Hund bestoßen. Bruder, stehen bleiben. Ja, das ist... Ja. Wir fahren rechts. Schön schauen, keiner kommt und ausbiegen. Super, ja, fahrt's leid rüber, ist kein Problem. Wo sieht man jetzt? Ach scheiße, da wollt ihr eigentlich gar nicht hin. Ja egal, jetzt fahren wir links. Links, oh, es blinkt, oh mein Gott, jetzt wird wieder rot. Jo, er fährt rüber, ihm ist alles... Boah, das hätte jetzt aber fast einen Unfall geben, gell? Der Radlfahrer da gerade mittendrin. Boah, Digga. Ich sag's euch. Das ist schon alles relativ lustig da. Achso, warte, wir müssen blinken. Wir müssen links. So, jetzt an. Jetzt blinken wir. Pedro, man. Si para pata pati. Hallo. Christi. Geht's dir gut? Der hat sogar Handyhalterung oben. Alter. Schicke Schuhe. Was ist jetzt? Boah, schon wieder angast. Bist du deppert, der speedet weg. Ja, Alter, der hat's eilig. Seine Frau hat ihm sicher geschrieben, Schatz, komm heim, es gibt Essen. Und dann ist er gleich direkt losgefahren. Da lässt er sich nicht lumpen. Das lässt er sich nicht zweimal erzählen. So, jetzt fahren wir aber wieder. Und let's go. Oh, wieder rot. Was ist das denn? Ist es schon wieder rot? Das ist ja System, Alter. So, jetzt müssen wir die Spur wechseln. Wir werden jetzt einfach da. Da werden wir jetzt eine schneiden. So wie der BMW. Ja, der ist ein bisschen angesucht. Und schneiden. Sind wir schon drin in der Spur? So lernt man das bei der Fahrschule auch, Freunde, gell? Rapid Wien, Busse und BKW. Wieso sind die Wiener da? Wieso ist das beschrieben? Ist ja die andere Frage. So, dann fahren wir da jetzt rechts. Alter, was hat denn der da hinten oben? Schaut, sie hat da irgendwas mit Panzertape festgeklebt. Oh, das muss ich mir nochmal genauer anschauen. Was ist denn da hinten drauf? Digga, warum ist denn da so ein Panzertape-Streifen drauf? Hat er sich gedacht, nee, lackieren tun wir nicht. Wir kleben das einfach mit Panzer.
Panzer. Was ist denn jetzt? Warum bremst er denn? Was gibt's da unten zum Schauen? Nix. Da riecht's noch Marihuana. Hallo? Wir sind noch mal da nicht. Wir sind in Österreich, gell? Wir sind nicht in Deutschland. Bei uns ist doch noch nicht legal, meine lieben Damen und Herren. Yes! Na, der hat sich sehr gefreut, dass ich ihn gegrüßt habe. Jetzt hat ihm den Tag versüßt. So wie der. Oh Mann, jetzt ist da vorne ein Bus. Ach, Gustav, wieso ist da vorne ein Bus? Das bin sicher ich im Flixbus, Alter, hundertprozentig. Wenn es ich im Flixbus bin, dann überhole ich den Bus aber nicht. Hundertprozentig nicht. Auf gar keinen Fall. Mir wird es eigentlich schon reizen, da drüber zu fahren, gell? Was ist, wenn die Brücke zusammenbricht und wir zu schwer sind? Hallo! Und hinter uns ist eine Dame, eine holde Maid. Die tut sich betzen. Wir fahren nicht über die Brücke. Dominik, heute halten wir uns an die Regeln. Wir fahren nicht über die Brücke. Pedro, man, si ben aperta pati, si. Hundesalon, ich habe gerade ganz was anderes gelesen. Es hat mit Hur angefangen, aber nicht mit Salon geendet. Nee, ob ich mit einem Zitronen, weißt du, jetzt abbiegen? Jetzt geht dann den Panzerstreifen hinten runter. Was ist denn da wirklich drauf? Warte, ich fahre noch ein bisschen näher ran. Der hat da einen Riss drin. Der hat da einen Riss drin und hat das einfach mit Panzertape überklebt. Drüber und schnell drüber. Alles easy, sich alles ausgegangen. Oh, alles, Mann, noch einmal. Sag einmal, was sind denn da für Wellen? Ich zeige euch jetzt den unnötigsten Kreisverkehr, den ihr in eurem Leben gesehen habt. Also ich habe noch nie so einen unnötigen Kreisverkehr gesehen. Pass auf, der kommt jetzt. Was machen die da? Wheelie mit dem Roller. Das da ist der unnötigste, wenn man es überhaupt Kreisverkehr nennen kann. Sagen wir einfach, dickes Ding in der Mitte. Hallo, servus, Radlfahrer. Hi! Und jetzt mal gucken! Ja! Let's go! So macht man das, Freunde. Habt ihr das gesehen? Immer schön freundlich sein. Okay? Immer. Oh, mir tut der Arsch weh. Ich muss kurz aufstehen. Witzig wäre ja eigentlich, wenn ich jetzt aufs Maul fliegen würde, oder? Für alle Menschen wäre das eigentlich schon wieder brutalst lustig. So, jetzt schauen wir mal ganz schnell nach. Oh je. Nee. Könnte noch ausgehen, also haben wir noch ein bisschen was drin. Alles gut. Alles cool, alles easy. Ach Digga, das dümmste Lied überhaupt. Und weiter. Was steht denn da hinten drauf? Was steht denn da drauf? Ist das eine Telefonnummer? Jetzt zeige ich euch einen coolen Ausblick über den Wörthersee. Damit wir da halt auch noch was Schönes haben. Im Video und nicht nur mein dummes Geschwafel. Schwupp! Das war eventuell ein bisschen zu schnell. Aber nur 5 km/h. So, da biegen wir jetzt rechts hoch. Kurzer Reminder, der Style, der hat einmal einen Freund von meinem Papa gehört. Ja, jetzt ist es eine Bruchbude für Sandler. So, und das ist ein richtig schöner Ausblick über den Wörthersee. Also wenn ihr irgendwann einmal ein Date habt, oder, oh, da fahren wir kurz auf, hoppa. Was wieder abgefallen. Also wenn ihr irgendwann einmal, was fliegt denn da um? Was ist denn, sind das Bollen? Bin allergisch gegen Bollen. Also wenn ihr irgendwann einmal ein Date habt, dann fahrt da auf, ich schwör's euch. Bester Ausblick. Schaut euch das mal an. Da kennt ihr richtig. Also ich bin immer da mit dem Auto hergefahren oder daher und habe mich da so hingestellt, weil da fährt fast nie ein Auto durch. Und dann habt ihr da den wunderschönen Wörthersee. Also wirklich richtig herrlich. Ist da unten dieses schöne türkise Wasser. Da oben den Pyramidenkugel, die Sonne, wie es reflektiert. Ich finde es einfach wunderschön. Es gibt so diese absoluten Urlaub-Vibes, wenn ihr jetzt genau da ausschaut. Es ist Wahnsinn. Ich hab schon wieder Hunger, Alter. Jetzt was essen. Da
Boah, was könnt ihr jetzt hier, wenn ihr jetzt bis zu dem Zeitpunkt von dem Video geschaut habt, schreibt es einmal in eure Kommentare, was ihr jetzt gerade zu dem Zeitpunkt gerne essen würdet. Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ihr das Video schaut. Das erste Gericht, was euch einfällt, schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich hätte jetzt Bock auf einen Döner. Alter, da hat aber ein Vogel gewaltig Durchfall gehabt bei dem Auto. Bruder, der Vogel hat aber was gegen die Fahrt bot. Bist du deppert? Oder gegen die Person, kann auch sein. Vielleicht waren die Personen einmal zusammen und die Person hat auch den Vogel mit einem anderen Vogel betrogen. Und jetzt hat der Vogel Rache geübt und hat sein ganzes Auto vollgekackt. Jetzt stellt sich mal vor, das wird ein Mensch machen. Wie krank wäre das denn? Warum darf ein Vogel das? So Freunde, wir sind jetzt da. Den Weg daher habe ich jetzt erspart. Das war relativ uninteressant. Wieso wächst da so helles und da gar nichts? Muss man kurz schauen, in was für ein Gang ich bin. Zweite, dritte, vierte. Okay. Und da ist jetzt so eine riesengroße lange Gerade, wo man Wheelies machen kann, ohne dass halt jemand in Gefahr kommt, weil da ist einfach niemand. Ja, waren auch mal besser meine Wheelies, muss ich sagen. War noch mal besser. Schön, dass ich meine Nummertafel nicht verliere, Alter. Freunde, ich hoffe, euch hat dieser erste Motorrad-Vlog gefallen. Wenn ihr Bock habt, dass ein Teil 2 kommt, hätte ich gesagt, bei 100 Likes gibt es einen Teil 2. Ich bin jetzt stolz auf meine Wheelies, aber der Sommer hat erst angefangen. Wir können immerhin noch ein bisschen üben. Okay. So ist es nicht. Ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Klickt unten gerne mal auf den Abonnieren-Button, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ansonsten genießt die Sonne, genießt das Wochenende, genießt den Tag. Lasst es euch gut gehen. Lasst ein gerne ein nettes Kommentar da. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. So, jetzt ist es aber aus, gell?